Vielleicht den Bass noch ein bisschen. Also vorhin war er einen Tacken besser, ein bisschen höher auf dem Monitor. Und die Gitarre auch. Aber sonst geht's. Ja, und er klingt ein bisschen dumpfer als vorhin, aber gut. Hat ja auch eine Band nach uns gespielt. Wollt ihr uns noch mal hören? Seid ihr euch da so sicher? Den Bass noch einen Tacken auf dem Monitor und dann... Habt ihr Bock auf ein wenig schnelle Pogo-Tanz? Habt ihr Bock auf Pogo? Schön, dass Haltern weiß, in Klammern, dass Duisburg weiß, was Pogo bedeutet. Erwartet Gottes Lohn, wer sich bemüht im Leben schon. Und so geh ich von Tür zu Tür, trau meine Botschaft stets bei mir. Die Welt, sie ist ein Freudenhaus und wir machen das Beste draus. Das habt ihr euch selbst eingebrockt und außerdem bin ich noch total rock. Rock'n'Roll Übermensch. Bin der Rock'n'Roll Übermensch. Ich trag kein Fell und bin gecheckt. Mein Fräuchchen weiß, was mir so schmeckt. Ich spiel auch gern mit Ekelgarn und Baldrian schmeckt abgefahren. Ich bin nicht lieb, nur weil ich muss und brumme immer bei Genuss. Mein Fräuchchen kommt, wenn ich sie lock und außerdem werd ich heute Nacht gepoppt. Bin der Rock'n'Roll Überpopper. Bin der Rock'n'Roll Überpopper. Ich bin der Rock'n'Roll Übermensch. Ich bin der Rock'n'Roll Übermensch. Eure Hände! Ich komme über euer Land, bin von fernen Galaxien zu euch gesandt. Ja, ja. Und unser Mega-Laserstrahl bringt euch bald um, so ist nun mal. Tja. Und gerade Winzel nützt euch nicht, ich tu schließlich nur meine Pflicht. Das habt ihr euch selbst eingebrockt und außerdem bin ich noch total Rock. Bin ein Rock'n'Roll-Alien. Tu die Apokalypse bewerkstellige. Rock'n'Roll. Ich bin ein Rock'n'Roll-Alien. Ich bin der Rock'n'Roll-Alien. Ich bin der Rock'n'Roll-Alien. Zu euch mit Tod und Verderben behelligen. Dankeschön. Bitteschön. Ach so. Ja, ja, macht nichts. Könnte ich ein bisschen mach noch mal die Bass. Auf dem Monitor haben. Und nur den Bass ein bisschen mehr auf dem Mund. Nur ein kleines bisschen. Also ich weiß nicht, ob... Vielleicht ist ja auch passiert, aber ich hab's nicht gehört. Ja. Ja. Okay, wir haben einen Vertrag unterschrieben vor diesem Konzert, dass wir für die etwas Verliebteren unter euch mindestens 2 Liebeslieder spielen. Ja. 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 Darf ich? Und wir spielen jetzt unser 2. Paul, du hast vorher noch was zu sagen. Jetzt sagst du es. An die wunderschöne liebe Agnes aus Mörs. Für dich. Agnes aus Mörs. Und für ja? Du im roten T-Shirt. Guck sie an. Okay. Schrei. Pauls erster Fick heute Abend. 1, 2, 3, 4! Ah, 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 ah.
bin allein, du bist nicht hier. Ich bin allein und die Zeit steht still. Warum bist du nicht bei mir? Du weißt, dass ich nichts anderes will. Ich sitze hier und du rufst nicht an. Du bist weit weg und suchst dein Glück. Obwohl du mich nicht hören kannst, sag ich dir, und bitte komm zurück. Komm zurück, lass das das Publikum lieber machen. Du kannst nicht wissen, wie das ist. Vielleicht wirst du es nie verstehen. Ich will nur, dass du bei mir bist. Ich will dich endlich wiedersehen. Ich sitze hier und ich bin allein. Doch langsam werde ich verrückt. Ich kann nicht mehr alleine sein. Oh bitte, bitte. Für dieses wundervolle Gitarrensolo. Könnt ihr das besser? Komm zurück. Lauter, komm zurück. Jungle Beat, eins davor, eins zurück, Jungle Beat, kennt ihr das? Tanz den Jungle Beat, eins davor, eins zurück, Jungle Beat, tanz den Jungle Beat, eins davor, eins zurück, Jungle Beat, tanz den Jungle Beat, eins davor, eins zurück, Jungle Beat. Dankeschön, weil wir sind natürlich auch Fans von Costa Cordalis und deswegen haben wir es ihm heute Abend versprochen. Diese alten Pätze. Wir hatten nur ein bisschen Spaß, eine kleine Party hier bei mir zu Hause. Natürlich gab's auch Musik und meine Freunde sehen bezaubernd aus. Doch alles in allem war es wirklich ziemlich zart. Sogar die Einrichtung blieb weitestgehend ganz. Und das trotz vorgetäuschtem Feueralarm, trotz Lebensfreude und trotz Bogotanz. Ja, du willst 110, bestellst die Poli. Wär zu laut und ich schätze, du fühlst dich gut dabei, du Pässe.
gegeben? Nein. Wie oft habe ich diesen Spruch schon gehört? Musstest du den Krieg denn überleben? Auf dem Friedhof hat dich niemand gestört. Jetzt sitzt du den ganzen Tag zu Hause und gespannt. Wartest du darauf, dass irgendwas passiert? Und das trotz vorgetäuschtem Feueralarm. Bist du damals auch auf Socken in Polen einmarschiert? Du willst 110, bestellst die Polizei. Du sagst, ich übertrete ständig die Gesetze. So fühlt sich gut dabei, du Petze. Dankeschön! Bitte schön. Das war nicht die letzte Gelegenheit zu pogern. Ich weiß nicht, irgendwas pfeift. Zip, zup. Der schönste Proberaum der Welt, das Old Daddy in Halter. Wisst ihr eigentlich, warum wir heute Abend hier sind? Weil wir schon lange kein Konzert mehr hatten und dachten, genau hier in Haltern muss es passieren. Denn wir wissen, es kommen auch Duisburger. Nein! Haltern! Es ist das dritte Mal, dass wir hier spielen. Und es ist vielleicht sogar das geilste. Paul, du kriegst vom Veranstalter was gesagt. Hallo. So, jetzt kriegen wir gesagt, dass wir unser letztes Lied spielen müssen. Was für ein Zufall, dass wir jetzt Elke spielen. Es war ein schöner Abend. Ohne Aufforderung gibt es hier keine Zugaben. Also überlegt euch, was ihr in den nächsten 3 Minuten eventuell in eure Köpfe... 10 Minuten noch. Och, da kriegen wir doch noch 2 Lieder hin. Vielleicht habt ihr auch Feuerzeuge dabei. Denn dies ist ein Stück, wo man am Anfang in den ersten 10 Sekunden auch mal das Feuerzeug zücken kann. Denn unser Kameramann, Gabumon, einen Applaus für unseren Kameramann, bitte! Der filmt das alles für uns. Das ist der Bruder vom Gitarristen, der hat da nichts zu suchen. Vielleicht haben wir die Feuerzeuge, nur die ersten 10 Sekunden. Es fing an, als sie mich anrief. Da war ich gleich verloren. Ihre Stimme klang so zärtlich und so sanft in meinen Poren. Sie schickte mir eine E-Mail mit Rosenduft sogar. Und 2 Wochen später waren wir ein Liebespaar. Allein bei ihr zu Haus. Sie sah noch viel, viel dicker als auf dem Foto aus. Ich schloss sie in die Arme, das heißt, ich hab's versucht. Ich stürze in ihr Fettgewebe wie in eine Schlucht. Sie ist ein echter Brocken, 3 Meter in Kubik. Sie sieht so aus wie Putbus mit Gurke. In das Beat.
komplette Ecke. Ich war mit LPS ganz schön bei Kerzenschein. Ich aß ein bisschen Tofu, sie aß ein ganzes Schwein. Elke ist so niedlich, Elke ist mein Schwarm. Im Sommer gibt sie Schatten und im Winter gibt sie Darm. Ja, sie hat Zentner, schwere Schenkel, sie ist unendlich fett. Neulich hab ich sie bestiegen, ohne Sauerstoffgerät. Die fette Elke. Natürlich nur im Scherz, doch ich brach damit ihr John ein schweres Herz. Sie ist daran gestorben, mein süßer kleiner Schatz. Ich konnte sie nicht begraben. Hallo Bülent. Denn der Friedhof war für die Katz, für die Katz von Elke. Elke, für die Katz von Elke. Paul, dein geilstes Gitarrensolo. Wir dürfen nur noch. Ja. Ihr wisst Bescheid? Klatschstein. Das vorletzte, denn dieses ist ein Mittel. Einer, zwei, drei. Die linke Hand, die rechte Hand und ein, zwei, cha, cha, cha. Es ist Freitag, verdammt. Was ist denn Freitag in Altern los, ey? Teddy mit Ersche. Wer singen kann, der singt sogar mit. Eins, zwei, drei, vier. Du hast mir nichts als Pech gebracht. Du hast mich lächerlich gemacht. Mein Konto überzogen. Du nervst noch mehr als Joko Ono. Gehst mir ewig auf den Sack. Du haust dich aber aus meiner. Ich ruf sie an. 2000 Mädchen. Und ich ruf sie an. 2000 Mädchen. Ich weiß nicht, wie es geht.
wie es geht, wie es geht. Wir wissen, wie es geht. Dankeschön. Bis gleich oder nein? Bis dann. Ciao. Okay, das allerletzte Lied. Ich hoffe, wir können es wirklich noch spielen. Wir hoffen, dass uns in 2 Minuten nicht der Saft abgedreht wird, denn wir hatten ja nur noch 10. Aber wir versprechen uns, wir versprechen euch und dem Old Daddy, in 3 Minuten seid ihr uns los. Und dann geht es hier natürlich weiter. Aber ist ja auch egal. Das letzte Lied. Möchte noch jemand was sagen? Ja. Natürlich, ich möchte die Band vorstellen. Ey, ich möchte die Band vorstellen. Also. Nein, ich halte jetzt erstmal keinen Maul. Ich möchte jetzt erstmal Säbel am Schlagzeug vorstellen. Ein Applaus für Säbel, komm. Ja, was ist mit deinem Instrument, Kollege? Es ist ja gar nicht deins. Oh, ist ja gar nicht. Mein Schlagzeug. Okay. Den kennt jeder. Den kennt jeder. Man nennt ihn Assi Proll an der Gitarre. Er benutzt seine Gitarre wie ein Cabrio. Ein Applaus für Paul, ja. Und das nächste Lied, wer steht denn da? Ja, wer ist denn da? Bass, Besser, Jörg! Danke, tschüss. Das letzte Lied! Es gibt immer noch CDs. Ich stehe gleich da vorne. Der Paul liegt gleich da unten. Säbel ist auf der Autobahn. Also wenn ihr CDs haben wollt, da sind ein paar Stücke drauf. Die kosten 1 Euro. Ach nee, der steht nicht auf der Autobahn, weil er muss ja erst von dem Euro tanken. Also kauft eine CD für 1 Euro. Und kauft auch ruhig die von Held das Gelder. Ich habe sie nämlich auch noch nicht. Das letzte Lied, Schrei nach Liebe, haben wir leider schon gespielt. Das letzte Lied ist ein etwas bekannteres Lied, was man vielleicht in den letzten 4, 5 Monaten öfter mal gehört haben könnte. Das letzte Lied, wir sind die Ärsche aus Duisburg, www.snorfi.com. 1 Euro kostet die CD. Und wir lieben euch. Ja, reicht? Ja. Management sagt, reicht. Dankeschön, Haltern, wir lieben euch. Ein Applaus für euch. Klatscht für euch selbst. Dankeschön. Gott segne uns. Singt alle mit! Ich hab den Tag so verflucht, als wir uns kennenlernten. Ich habe alles schon versucht, ab unter dem besternten Himmels Mexikos dir deine Lieblingsplatte aufgelegt. Du hast dich nicht bewegt, das hat mich aufgeregt. Du sagst, du magst es still und friedlich, aber Ricky Martin liebt dich, der ist so unappetitlich, gehen wir beide unterschiedlich. Baby, ich kann dich gut leiden, es ist wirklich wahr, das wird nie was mit uns beiden, eines ist mir klar, so klar. Für ein Schock war. Meine Freundin ist so wunderbar. Wie kannst du bei Oasis ruhig sitzen bleiben, wenn dir doch Helters Gelder Tränen in die Augen treiben? Seit du bei mir wohnst, schalt jeden Tag Schakalba durch das Haus. Ich halte es nicht mehr aus, ich glaub, ich schmeiß dich raus. Du magst es still und friedlich, sei doch nicht so ungewöhnlich. Deine Spuse war schon ziemlich von deinen Sachen. Schau mal, sie sehen, hast du schon gesehen vor dem Traualtar. Baby, das wird nie geschehen, du bist ganz und gar unruhbar. Bye.
Wenn wir noch dürften, würden wir gerne. Weil wir haben ja noch gar kein zu spät gespielt. Aber wir dürfen nicht. Der Veranstalter sagt mir noch mal laut und deutlich, ist nicht. Das war's, danke! www.snorfi.com, kommt auf die Homepage, vielleicht spielen wir noch mal in der Nähe. Ansonsten spielen wir in Duisburg und ist ja auch nicht so weit. Haben ja auch ein paar Duisburger Seelen den Weg hier hingefunden. Sogar aus Wanne-Eickel sind welche hier. Ich grüße auch den Mond von Wanne-Eickel. Dankeschön, gute Nacht.